Hier sind ein paar Walnussschalen noch ein bisschen, wer sich wundert, was da rumliegt. Die letzten Tage. Also wir haben jetzt Montag und Freitag hat es angefangen, dass ich einkaufen war mit, oder vielleicht erzähle ich erstmal ein bisschen Vorgeschichte. Ich bin in der Nachbarstadt, die noch zur Stadt gehört, da bin ich mit 10 Minuten Fahrrad, in 10 Minuten mit dem Fahrrad, wollte ich sagen, in einem Haus, ach, wie formuliere ich das? Das ist relativ alternativ, sage ich mal, das Haus. Und das ist mir relativ zufällig. Also ich war schon auf der Suche, aber jetzt nicht speziell nach sowas und nach solchen alternativen Institutionen, sage ich mal. Also bin ich drauf gestoßen, relativ glücklich, sage ich mal. In beiderlei Bedeutungen des Wortes glücklich. Und ja, das ist ein Haus, welches einen Seminarbetrieb hat, aber auch einen Hotelbetrieb und sich die Worte oder die Themen Nachhaltigkeit, Alternativen und Zukunftsmodelle auferlegt hat. Auferlegt ist natürlich auch das falsche Wort, das mache ich natürlich im positiven Sinne. Ich finde nur öfters irgendwie nicht die richtigen Wörter, keine Ahnung warum, oder Worte. Wörter. Und ja, da bin ich dann einfach hingegangen, habe mich kurz beworben bzw. vorgestellt, habe einen Bewerbungsflyer noch mit abgegeben, habe gesagt, dass ich ja Ernährungscoachings mache, vegan lebe, auch minimalistisch lebe und ob sie momentan halt irgendwas hätten, wo ich mich einbringen könnte. Beziehungsweise ich habe erstmal speziell so gefragt, ob ich beziehungsweise ob sie jemanden gebrauchen können, der im Haus mithilft. Dann hat sie gesagt, jetzt zum Winter hin haben sie wenig Gäste, da brauchen sie dann keinen Nachschub. Und dann ist ihr aber eingefallen, sie wollte schon länger ein veganes Essen anbieten, hat aber keinen Koch gehabt. Und ich habe gesagt, dass ich relativ gut kochen kann und dass ich es auch gemacht habe in dieser Maßnahme. Und dass es da immer jedem sehr, sehr gut geschmeckt hat, die Rezepte immer nach Hause genommen haben. Das Gute war auch, dass jemand von der Maßnahme auch dabei war, während ich im World House war, die es dann auch bestätigt hat, was aber gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre, weil das einfach von den Schwingungen, sag ich mal, sofort gepasst hat. Und dann hat sie gesagt, nachdem ich gesagt hatte, dass ich gut kochen kann, ja, dann haben wir jetzt ein Projekt. Gut, und dann sind wir nämlich Freitag, das war die Vorgeschichte. Ich erzähle gleich noch mehr zum World House. Und am Freitag war ich dann einkaufen mit ihr. Das war in Holland im Großmarkt. Da hatten sie leider fast nichts vegan, obwohl das ein Großmarkt war. Also die einzigen vegan, also wirklich vegan Alternativprodukte, war Sojamilch. Und das war's. Also viel weniger als bei uns im Edeka zum Beispiel oder sogar weniger als bei uns in jedem einzelnen Supermarkt. Und Bioprodukte hatten sie auch fast gar nicht. Und gleichzeitig war das Konventionelle da fast noch teurer als hier in Deutschland im Supermarkt Bioprodukte. Zum Beispiel Karotten für 1,20 Euro. Hier kriege ich mal Bio-Karotten für 80 Cent das Kilo. Oder Orangen für 1,50. Hier im Kaufland kriege ich Bio-Orangen für 1,60. Ja, solche Geschichten. Und es hat dann, weil wir auch noch jemanden vom Bahnhof in Nimwegen abgeholt hatten, hat das Ganze, ja, ich hatte auch am Freitag noch eine Maßnahme bis 13 Uhr und ich musste auch noch alles berechnen, wie viel ich von welcher Menge einkaufe. Es hat auch 2 Stunden gedauert und deswegen habe ich dann von morgens 8 Uhr bis abends 10 Uhr durchgearbeitet. Hab an dem Tag nichts gegessen und nichts getrunken. Am Samstag war dann das Essen, das Probeessen von dem Projekt. Wir haben erstmal eine Probe gemacht, da sind dann 20 Leute gekommen. Ich habe gekocht mit einer Hilfe, die kannte die Küche zum Glück ziemlich gut. Und da haben wir 6 Stunden zur Zeit gebraucht, um ein 3-Gänge-Menü
Weihnachtsessen zu kreieren, beziehungsweise zu kochen. Und wenn wir nicht vorgeschnibbelt haben oder irgendwas, weil uns das irgendwie nicht bewusst war, dass das so lange dauern würde. Und ja, es waren wie gesagt 20 Leute circa da und 8 Leute haben irgendwie nur den Fragebogen zurückgegeben. Ich glaube, ein paar sind halt schon gegangen, bevor sie den Fragebogen gekriegt haben, weil das Essen auch ein bisschen später wie nennt man es, ausgegeben wurde. Beziehungsweise die Zwischenräume zwischen den Gängen, der war in Ordnung, aber allgemein hat sie sich das nach hinten verschoben. Also 8 Leute haben den Fragebogen abgegeben und 5 davon fanden es sehr gut und gleichzeitig haben 6 gesagt, dass sie das dass sie es als Weihnachtsessen empfehlen würden und sogar 7 gesagt von 8. Und dass es sehr gut war, waren 5 und die restlichen 3 haben gesagt gut. Und ich habe auch nochmal persönlich halt, unabhängig der Fragebögen, ein paar Leuten gesprochen und die haben von sich aus gesagt, also ohne dass ich gefragt habe, dass sie das sehr gut fanden und auch die Suppe sehr, sehr gut gefunden haben. Aber es war jetzt eine Karotten-Orange-Ingwer-Suppe als Hauptmahlzeit, ein gefüllter Nussbraten, der sich wirklich wie Frikadellen gerochen hat. Und zusammen mit Kartoffeln, Brokkoli, rote Beete mit einer Cashewcreme. Und als Nachtisch ein Mandelpudding, der auch dekoriert war. Also es gibt einiges an Verbesserungspotenzial, da will ich jetzt in dem Video aber gar nicht eingehen, darum geht das Video nicht. Es geht um ja meine aktuelle Situation jetzt hier. Ja, also es gibt viel zu verbessern, wie gesagt, aber es ist schon sehr gut gelaufen. Und deswegen machen wir das Weihnachtsessen jetzt. Das haben wir gestern geplant. Also ich hatte Samstag, weil ich dann musste ich nochmal einkaufen, weil die halt nicht in diesem Großmarkt nicht alle Produkte hatten. Dann habe ich von 8 Uhr bis 4 Uhr nachts habe ich entweder gearbeitet oder die ganze Zeit nur geredet mit anderen, weil nach dem Essen, was um 16 Uhr, glaube ich, zu Ende war, kam dann nach und nach, da habe ich ein Rohkost- und Vegan-Treffen veranstaltet, beziehungsweise Leute eingeladen. Ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, 12 Leute saßen da und es war extrem gut, war wirklich hammermäßig. Fand ich jetzt, obwohl ich auch so fertig war an dem Tag. An dem Tag hatte ich auch nichts gegessen und nichts getrunken übrigens. Außer ich musste die ganze Zeit diese Sachen abschmecken, diese gekochte Nahrung. Deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das dauerhaft machen möchte, dass ich halt, wie nennt man das denn? Caterings sind es ja nicht, weil es ja innerhalb des Hauses geschieht, dass ich halt den Koch spiele, einen veganen Koch spiele. Mir macht das halt sehr Spaß, deswegen habe ich das auch, in SS Kellendorf gemacht. Mir macht das Spaß, weil es so sehr kreativ ist und um den Leuten ja wirklich was Gutes zu tun, weil die das halt sehr, sehr lecker finden, meist leckerer als konventionelle Kost mit Fleisch und anderen Tierprodukten und so weiter und die gleichzeitig dadurch gesünder leben, um den Leuten das auch in der Praxis an die Hand zu geben. Deswegen würde ich auch Kochkurse machen zusätzlich. Und da hat sie gesagt, in diesem Worthaus, dass wir das da auch veranstalten könnten. Und weitere Projekte kann ich da auch immer machen. Zum Beispiel hat sie sich gedacht, dass ich zum Beispiel jede Woche einen veganen Brunch veranstalten kann. Und ja, wir warten aber erst noch bis Weihnachten ab, wie das sich dann da ergeben hat. Weil da sind die Ansprüche dann auch nochmal ein bisschen höher, weil der Preis dann auch höher ist. Und das sind auch Gäste, die dann 3 Tage lang bleiben komplett. Und dann mache ich dann 2 Weihnachtsessen am Heiligabend und ersten Weihnachtstag. Und am zweiten helfe ich nochmal beim Frühstück einfach mit. Wobei das Frühstück einfache Sachen sind. Und ich denke auch noch ein Rezept aus für die Mittagsessen, aber da die sind dann auch etwas einfacher und deswegen mache ich die auch nicht. Weil das dann auch sonst zu viel ist. Dann würde ich wirklich von morgens 8 Uhr bis abends 10, 11 Uhr nur in der Küche stehen und das wäre ein bisschen zu viel. Ja, und nach unserem Treffen, nach dem Rohkost-Vegan-Treffen, war ich dann noch bis 4 Uhr circa aktiv oder halb 4, also sehr, sehr viel geredet und so weiter. Und am Sonntag habe ich dann auch nichts gegessen und nichts getrunken.
Und jetzt am Montag habe ich auch nichts gegessen und nichts getrunken. Bis vorhin, also wir haben jetzt 19 Uhr, bis 18:30 Uhr, da habe ich dann ein paar Walnüsse gegessen, weil ich einfach Lust drauf hatte, aber knapp 4 Tage waren Trockenfasten, außer dass ich zwischendurch halt diese Sachen kosten musste, abschmecken musste, aber ich habe trotzdem nichts getrunken. Und das ist dann eigentlich noch anstrengender als ein Trockenfasten, weil man dann noch mehr Sachen in sich hat, die dehydrieren. Und daher kam dann zum Beispiel auch das von dem Zeug, was ich abschmecken musste, weil da auch kein Bio-Zeug war und sowas, und dann war da auch sowas wie Weizen drin, also konventioneller Weizen, der stark belastet ist. Aber das ist trotzdem kein Problem für mich gewesen, zumindest als Ausnahme. Ich bin trotzdem noch relativ rein. Das war es mir jetzt wert. Ja. Und die erste, am Montag hatte ich dann auch nochmal Maßnahme direkt. Und jetzt habe ich den ersten Tag nach 3 Tagen, wo ich überhaupt erstmal mich ausruhe. Wobei ich es eigentlich gar nicht so unbedingt nötig finde. Also knapp 4 Tage ungefähr Trockenfasten und gleichzeitig jeden Tag von morgens bis abends arbeiten. Aber war für mich kein Problem. Und ich habe mich auch heute sehr, 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 sehr gut gefühlt. Aber ich hatte trotzdem mal Lust gehabt, das zu essen. Die Walnüsse habe ich heute noch geschenkt bekommen. Und da ich momentan kein Geld habe, um mir irgendwas zu kaufen, habe ich halt keine Früchte, aber ich hatte halt Lust, irgendwas zu mir zu nehmen, habe ich halt die Walnuss gewählt. Und es ist halt auch keine Flüssigkeit. Das ist eigentlich auch dehydrierend. Für mich aber trotzdem ziemlich gut. Ja. Und wie geht es dann weiter? Also ich könnte dann nach dem Weihnachtsessen halt zum Beispiel fragen, ob ich, wenn ich da die veganen Brunches mache, dass ich im Gegenzug dann einfach da wohnen könnte. Weil die haben halt, wie gesagt, auch einen Hotelbetrieb und jetzt, gerade jetzt im Winter haben sie wenig Gäste. Und vielleicht haben die halt sogar noch ein Zimmer frei, welches nicht unbedingt für Gäste genutzt wird, weil es ist wirklich super schön da. Der Ausblick ist hammermäßig. Die Lage finde ich auch hammermäßig. Also da ist viel Wald, da sind Felder, das ist in einem fast schon Dorf und dann noch ein bisschen abgelegen, obwohl es nur 10 Minuten mit dem Fahrrad von hier ist. Also wo ich jetzt wohne, in Kevela. Und Kevela ist schon eine größere Stadt, aber da wohne ich auch schon im Süden, wo eine Schranke auch ist, damit hier nicht so viele Autos durchfahren. Ja, also wir haben hier, obwohl es NRW ist, wo viel Industriegebiet ist, haben wir jetzt besonders hier im Westen von NRW an der Grenze von Holland, das sind nur 5 Kilometer, 6 Kilometer nach Holland, haben wir hier sehr, sehr viel Landwirtschaft und auch Pflanzen, also Gartenbau. Betriebe, Pflanzenlogistik. Oh, also ist ein bisschen ländlicher. Ja, deswegen, also ist sehr, sehr schön da. Und ich finde die Schwingung da auch sehr schön. Und von der Einrichtung ist es so, es sind wirklich sehr, sehr alte, richtig dicke Steinwände zum Beispiel. Und das sind auch ein Holzofen. Und es war früher ein Nonnenkloster. Also auch relativ spirituell. Und die Leute da sind halt auch sehr, sehr spirituell. Da steht auch zum Beispiel auf der Tür neben dem Eingang, let your light shine, then you give unconsciously, oder keine Ahnung, the permission to others to shine as well. So ungefähr halt der Spruch. Den kennen ja einige Leute. Also die sind halt wirklich auf einer Wellenlänge. Und die haben da als Boden Steinboden und keine Tapeten, sondern Putz. Das heißt, dass ich dann auch nicht den ollen Tapetengeschmack im Mund habe. Immer wenn ich aufwache durch die Ausdünstung, dass ich da halt dann nicht vergiftet werde und gleichzeitig halt immer einen sogar nährenden Ausblick da haben kann. Weil das einfach so schön ist, der Ausblick. Und ja, besonders dann auch im Winter wahrscheinlich. Und es ist einfach auch schön groß, aber auch sehr ruhig. Und dann bin ich dann direkt an der Arbeitsstelle sozusagen. Und die haben halt ein Seminarraum, wo sie auch schon vorgeschlagen hat, dass ich Seminare geben kann, auch weitere Rohkosttreffen machen kann oder Rohkost und Vegan-Treffen allgemein oder halt um Projekte zu besprechen oder halt auch Kochkurse geben kann und so weiter. Also im Prinzip ist das schon Perfektion. Da kann man mal gucken, was sich entwickelt. Weiterhin baue ich
Monika, also eine Bekannte aus unserem Netzwerk, sage ich mal. Also wir haben jetzt keinen, wie nennt man das? Kein, ich sag jetzt einfach vom Gefühl heraus, also kein mit dem Verstand aufgebautes Netzwerk, sondern es ist eigentlich halt so ein spirituelles Netzwerk, wo wir jetzt nicht unbedingt eine eigene Gruppe gemacht haben und jeder hat sich jetzt mit irgendwelchen festen Strukturen vernetzt, sondern man ist eher im Geiste vernetzt und das funktioniert auch viel effizienter. Also Monika baut da mit 30 anderen Leuten, ich glaube mittlerweile sind es 50, hat sie erzählt, in Tübingen ein Projekt auf, wo ein richtig extrem großes Gebäudekomplex aufgekauft werden soll, mit weiß ich nicht wie viel 100 Zimmern, und da dann auch etliches aufgebaut werden soll, also Seminarbetriebe, Meditation, Yoga, Sport, Kunst, Musik, Coachings, Fasten, eigenen Bioladen und so weiter, wo sich dann auch sehr, sehr viele Jobs auch ergeben, Arbeitsplätze ergeben oder halt für irgendwelche Betriebe einen Rückzugsort darstellen kann oder einen Urlaubsort sogar oder ein Heilungsort auch, ein Retreat halt sozusagen, ob es jetzt mit Fasten verbunden ist oder nur mit den Seminaren. Und so aus der Permakultur entstehen. Übrigens im World House, da waren zwei Sänger, die waren ziemlich cool und die haben in der Niederlande schon eine Selbstversorgung, leben in der Jurte und die ziehen im Frühjahr zum World House mit ihrer Jurte, stellen die dahin und legen da eine Permakultur an. Also direkt vor meiner Haustür hier. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so glücklich und dankbar, das ist unfassbar. Einfach 10 Minuten mit dem Fahrrad dahin. Hammer. Und vielleicht kann ich dir dann sogar mithelfen mit der Permakultur und dann vielleicht sogar was lernen, falls ich dann mal mit anderen Leuten sowas dann halt mache. Also das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, je nachdem wie das in Tübingen klappt, da mitzumachen. Oder das mit dem Bauwagen ist ja auch immer noch eine Möglichkeit. Vielleicht könnte ich den halt sogar auch beim World House hinstellen. Bauwagen. Ja. Hammer. Hammer, was sich für Möglichkeiten ergeben. Die Maßnahme ist jetzt das Ende vom Jobcenter. Richtig coole Leute getroffen, richtig coole Verbindungen. Also viel höher geht's momentan gar nicht von wie soll ich es wieder ausdrücken? Ich versuche immer noch zu stark mit dem Verstand Dinge auszudrücken, weil ich immer so den Drang habe, es muss mich jeder irgendwo zumindest ansatzweise verstehen können. Aber weiß ich nicht. Deswegen habe ich den Drang, das immer möglichst verständlich auch zu erklären. Also ich wollte sagen, es geht von den Schwingungen, sage ich jetzt mal, von diesen Leuten oder von einem sich treffen nicht mehr viel höher in dieser momentanen Zeit-Realität. Es ist auch ein bisschen klumpig ausgedrückt, keine Ahnung. Es geht natürlich immer höher, aber ich meine jetzt so im Vergleich und was halt momentan so für Treffen auch herrschen auf dieser Welt, da denke ich, dass unser Treffen schon einer der, also mit der höchsten Energie stattgefunden hat. Also richtig cool. Ja. Und die Sachen, die ich dann jetzt halt mache und auch die Coachings, die laufen weiterhin, die mache ich halt wirklich, das mache ich halt wirklich alles aus Leidenschaft und weil ich es machen möchte, auch wenn ich kein Geld für bekommen würde. Ja, und deswegen, also ich habe es sowieso schon seit einem Monat kein Geld mehr vom Jobcenter gekriegt und deswegen bezeichne ich mich jetzt als Freelancer und ja, Freelancer und Selbstständiger. Freelancer ist sowas wie Freiberufler halt. Und das meiste mache ich halt auf Spendenbasis und das wie World Houses mache ich es auf Honorarbasis. Da ist es dann natürlich so, dass ich dann Menschen bekoche, die noch viel stärker im System verankert sind. Deswegen fließt dann auch noch sowas wie Geld da, dass sie ja wirklich Geld für ausgeben. Also nach dem System dann auch alles und Kalkulation und so weiter. Also ich finde Spendenbasis schon viel leichter und erleichternder, dass man dann nicht diese ganzen Systeme dann wieder entwickeln muss und so weiter.
Und die erwarten dann auch sehr, sehr hohe Qualität da, sage ich mal. Dass auch da alles relativ perfekt vonstatten geht. Aber trotzdem kann ich dann halt da vegan kochen und die Leute dadurch bereichern. Und das reicht mir dann erstmal. Ist immer noch besser, als irgendwie vom Jobcenter abhängig zu sein. Habe ich keine Lust drauf. Und ich will ja auch für solche Menschen kochen. Also auch die, die im System noch drin sind. Ich will ja niemanden ausschließen, jetzt nur sagen, ja, ich will nur die, irgendwie, nur denen helfen, die schon irgendwie aus dem System ausgestiegen sind geistig oder halt aufgewacht sind, weil das bringt ja auch nichts. Nur, ja, wenn man dann die anderen irgendwie versauern lässt oder keine Ahnung. Jedenfalls funktioniert das und viele sind da auch sehr, sehr dankbar und ich hatte im SOS Kinderdorf, bin ich auch schon gebucht, haben sie gesagt, dass ich halt einmal im Monat an einem Mittwoch dahin komme und koche und dann kann ich da auch Fotos machen lassen, die ich dann auch für weitere Bewerbungen in Anführungszeichen verwenden kann, wenn ich auch vielleicht bei Hochschulen, also nicht wirklich, nicht Hochschulen, Familienbildungsstätten und wie nennt man das? Nicht Hochschulen, diese städtischen Einrichtungen da, was schon Schulen sind, aber ja, ich weiß auch nicht, Volkshochschule, genau. Volkshochschulen. Wenn ich da dann zum Beispiel Kochkurse mal geben will oder sowas, dass ich dann auch so, ja, Bilder habe, wo ich dann halt schon mal gekocht habe, wie es aussieht, wie ich den Leuten halt was beibringe, zum veganen Kochen und veganen Einkaufen und Ernährung allgemein. Ja, und Vorträge, einen Vortrag kann ich auch, soll ich auch im SS Kinderdorf mal halten, das hatte ich auch schon mal erzählt. Das hat sich bisher noch nicht ergeben, während ich die Maßnahme hatte. Und ja, Seminare und Vorträge kann ich auch im Worldhouse machen. Das sind jetzt so die Anfänge. Coachings, Vorträge, Kochkurse und Kochen allgemein, also Bildkochen.